Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Don't Starve Shipwrecked, eine weitere Folge hier auf der Insel der erzürnten Bienen. Da sind wir. Hier mit Skeletten. Freund oder Feind? Man weiß es nicht. Kann man eigentlich. Kann doch eigentlich so. Dann kann man so. Speichern. Guck mal. Guck mal, viel schöner ranzoomen. Kann man viel schöner Screenshots machen. Sollte ich mir mal angewöhnen. Ne? An dieser Stelle liebe Grüße an den Kosch. Danke. So, können wir hier hämmern. Knochen. Also noch mehr Knochen. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh. Die lassen wir mal lieber in Ruhe. Wenn ich eine Rüstung hätte, dann würde ich das ja angehen, die Sache. Monsterfleisch lasse ich jetzt hier, ist mir jetzt egal. Aber ich nehme jetzt auf jeden Fall das Bootchen und fahre nochmal weiter. Muss mal kurz gucken, wo das war. Hier. Irgendwo hier, da. So, haben wir hier Sachen, die wir einsortieren können? Eine Mupfel. Monsterfleisch haben wir da noch drin. Das lasse ich mal beiseite. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. So. So, weiter nach Westen. Ah, das ist auch unsere Machete. Wir bräuchten eine Laterne. Eine Schiffslaterne, aber die werden wir mit Sicherheit nicht ohne Wissenschaftsmaschine kriegen. So, ich hätte noch was im Laderaum. Das können wir uns natürlich reinziehen. Rute zu Muscheln. Appareil, Monsieur Lapeteur. Warum ist Französisch auf einmal? Wurde die französische Übersetzung als Grundlage genommen? Oh, hallo, guten Tag. Ach, das zeigt die nächste Insel. Da wohnt jemand. Guten Tag. Nein, raus vom Boot. Raus vom Boot. Guten Tag. Möchtest du ein bisschen Seegras? Ne, too close. Okay, ja, Backup, ne? Personal Space. Respektiere ich natürlich. Haben wir noch eine Spitzhacke? Haben wir nicht. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Eine Axt. Wir müssen uns auch eine Spitzhacke machen. So. Nehmen wir auf jeden Fall das Holz mit. Shit, warte mal. Wir werden die hier essen. Und dann brauchen wir eine Spitzhacke. Essen. Nochmal die Hölzer nehmen wir auf jeden Fall mit. Haben wir keinen Platz mehr für? Haben wir zu viele von den anderen? Das hat eine Wurzel, lege ich auf jeden Fall mal dahin. War auch kein Platz mehr, verdammte Axt. Den Honig würde ich jetzt ungern. Können wir mal liegen lassen. Die Spitzen, die Steine lassen wir ganz sicher nicht liegen. Salpeter. Kriegen wir noch später genügend, aber Essen ist wichtig. Oh, und das? Rundes Ding. Kann nicht mehr tragen. Was ist denn ein rundes Ding? Ich will das runde Ding mitnehmen, auf jeden Fall. Muscheln. Okay. Ach, die Flaschenpost. Oder ist nur eine leere Flasche? Eine leere Flasche würde ich gerne mitnehmen. Weißt du was?
Lass mir die Ruhe. Auch wenn es noch nicht Zeit ist. Seegras. So. Bon Appetit. Chérie. So. Immer noch mehr von dem Stuff. Unser Inventar ist aber auch notorisch voll, ne? Ich würde gerne wissen, wann Abigail rauskommt, oder... Das hauen wir uns auch noch rein. So, komm, bis zum Abend. Erquickend und labend. Ihnen, guten Tag, euch lasse ich in Ruhe. Ich habe zu viel speziellen Kram dabei. Wir brauchen Gold. Boah, die Insel ist aber auch nicht klein. Ich würde gerne noch von den Möhren mitnehmen, ne? Honig essen? Komm, ich esse jetzt einen Honig. So, ab zurück zum Lagerfeuer. Immer noch irgendwo eine Rübe. So. So, kommen wir satt durch die Nacht, muss man sagen. Würde ich schon sagen. Oh, nee, da wird es mir zu dunkel. Was ist denn ein undes Ding? Jetzt könnte ich es gebrauchen. Jo, da gehe ich mal von aus, ne? Dass wir es gebrauchen können. Stachel. Ich glaube, ich werde jetzt, wenn der Tag wieder da ist, werde ich einfach mal um die Insel rumfahren. Jetzt auf jeden Fall noch ein paar Blätter. Die pushen mich hier meine Gesundheit. Und wir haben Platz in der Tasche. Und dann fresse ich noch einen Blumenkranz. Ich bin hier mal ein bisschen umsortieren. Und? Wird's der bald Tag? Allah. So, ich habe gesagt, ab zum Boot und dann einmal im Kreis. Oh, das ist aber weit weg. Guten Tag. Dann einmal ins Wasser. So. Haben wir noch was, was wir reinlegen können? Jo. Die Machete nehmen wir auf jeden Fall raus und dann packe ich lieber die Flasche rein. Die Machete irgendwo verbrauchen. Gute Rüben, an denen ich vorbeifahre. Normale Steine, haben wir das schon? Den Teil haben wir schon. Ich glaube, ich werde hier nicht glücklich. Habe ich eigentlich genügend Steine dabei? Ja. Feuerholz habe ich auch noch genügend. Ja, ein bisschen Seegras mit, ne? Aber ohne Gold wären wir nicht glücklich. Krobben, krobben, krobben. Noch nach links fahre. Startinsel.
Unbekanntes Gebiet. Ich fahre nochmal nach rechts. Komm, wir beschleunigen uns einfach hier auf den... Ah, hier ist schon wieder grün oder ist das noch ein Ausläufer von dem anderen? Ist das so breit oder kommt hier direkt die nächste Insel? Echt ein Glückstreffer, dieses Boot gefunden zu haben. Aber ich darf es nicht so laut sagen, sonst habe ich es wahrscheinlich gleich verloren. Ist das S echt so breit? Diese Ausläufer sind manchmal komisch, diese flachen Gebiete da. Ist sie so groß, die Insel? Das heißt, ich fahre mal nach oben. Ja, die scheinen so groß zu sein. Gut, dann fahren wir nach oben. Vielleicht gibt es ja da noch was. Heilflosse wird auch schlecht. Die könnte man essen. Aber ich meine, dass ich für irgendein Rezept gesehen habe. Na gut, wenn sie jetzt verreckt, kann ich auch nichts machen. Können wir eigentlich noch ein Feuer zur Sicherheit machen? Ja. Haben wir noch genügend. Da geht noch was. Sag mal, wie groß ist denn das hier? Okay. Das ist groß. Wann kommt denn die Insel? Oder eine Insel, Land hätte ich gerne jetzt. Was eben? Wahrscheinlich so eine Qualle, die rumgezitzelt hat. Alter, bin ich weit entfernt. Was ist denn das hier? Wann kommt denn hier mal wieder was? Soll irgendwann mal wieder Land kommen. Ne, hier geht's wieder aufs offene Meer raus. Machen wir jetzt nach unten oder nach oben? Wir für unten, weil ich jetzt nicht weiß, wann das nächste Landstück kommt. Und ich möglichst vor der Dunkelheit auf der Insel sein möchte. Da kannst du dich auch schon ganz schnell verdaddeln hier. Und dann bist du irgendwie am Arsch, weil du kein Land mehr findest vor der Einbruch der Nacht. Da scheint aber was zu kommen. Oder war das die... Ja, hier. Kann ich mich hier aufhalten? Oh Gott. Fahren wir nochmal rundherum. Sieht auf jeden Fall aus eher nach einem Inselchen. Wenn es jetzt noch Gold besitzen würde, wäre ich ja dankbar, ne? Okay, das ist wohl der Zipfel. Das ist Italien, ich habe es erkannt. Ja, Dunkelheit vorbereiten. I know that. Sind überall Schlangen. Finde ich jetzt weniger geil.
Okay, ich glaube, es wird nicht besser. Okay, wir gehen an Land. Oh, was ist denn das? Ich mache jetzt auf jeden Fall mal ein Feuerchen. Und nehme die Machete raus. Da ist auf jeden Fall irgendwie ein komisches Totem da links. Ne, ich verlasse das Feuer jetzt nicht. Eigentlich noch. Ne. Ah, Abigail. Versuche Glühwürmchen. Kann ich die. Ah, doch, ich kann in meinem Boot, oder? Kann ich mir dadurch eine Lampe machen? Flasche auffallen lassen? Nee. Schade, ich dachte, ich könnte mir so eine kleine Ladeuchte machen, damit ich in der Nacht was sehe. Eine Glühwürmchenlampe. Backup. Person Space. So, dann machen wir die Flasche auch wieder da rein. Schlangenhaut werden wir wahrscheinlich jetzt gleich noch ein bisschen was kriegen. Vielleicht Abigail da absetzen? Abigail, kommst du raus? So, neuer Tag, neues Glück, ne? Lass mir die Insel soweit abchecken. Vielleicht was essen, oder? Ja. Ich werde erstmal was futtern. Und dann gucken wir uns diese komische Statue an. Die kochen wir uns noch. So, Seegras behalte ich mal, obwohl wir werden uns mal ein paar kochen. Da kommen noch zwei. Dann sind wir wenigstens satt. So, ihr Lieben, wir sind am Ende einer Folge. Was es mit dieser komischen Skulptur hier oben auf sich hat, sehen wir dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, schaltet dann wieder ein und bis dahin. Tschüss.